Und bitte nicht, don't message and drive, please. Ja. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von LCP Diva und einer komplett neuen Serie quasi auf meinem Kanal. Und zwar habe ich ja schon vor Ewigkeiten, vor ich glaube knapp einem Jahr, kurz nachdem ich angefangen habe mit LCP Diva Let's Plays, vorgehabt eine englische Serie zu starten. Habe dann auch mal eine Episode gemacht, so 11 Minuten mal, ich glaube, weil das dauernd abgestürzt ist. Wahrscheinlich habe ich da noch nicht so wirklich das Modden drauf gehabt oder so, keine Ahnung, also das Einfügen von Mods. Und ja, jetzt ist es soweit, wir haben endlich mal ein bisschen was zusammenbekommen hier. Schicke Fahrzeuge, wir fahren heute den Ford Estate, Ford Focus Estate der Metropolitan Police aus London. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode. Mal was Neues, würde ich sagen, statt immer nur LAPD, LCPD, deutsche Polizei etc. Ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung, wie ich finde. Ich habe ebenfalls die typischen Busse von London eingefügt und natürlich auch die typischen Taxen, wie es halt sein muss. Ich habe jetzt weniger Wert auf Schilder, auf Straßentexturen etc. gelegt, weil wie gesagt, ich muss halt gucken, wo ich meine FPS hernehme und muss da ein bisschen sparen. Diesbezüglich das Nötigste eingefügt, wie immer, Busse, Taxen, Polizeiautos und Sirenen und ja, das alles Mögliche. Also wie gesagt, viel Spaß bei der Episode. Wir drehen am besten gleich mal um, weil hier ist mir schon wieder zu viel los. Ich habe keine Ahnung, warum die sich immer einfallen lassen müssen, irgendwo bei mir in der Nähe Faxen zu machen. Das finde ich ein bisschen böse von meinen Kollegen. Wie gesagt, manchmal kommt es auch ein bisschen zu Lags. Kann sein, wie immer, natürlich. Ist jetzt nichts Neues bei mir, davon abgesehen, aber auf jeden Fall macht es mal Spaß, was Neues zu spielen. Mal ein bisschen was Frisches hier. Wie ich finde. Und ich mag das Fahrzeug. Ich mag das ganze Setting auch mit den Bussen etc. Sieht echt super aus. Wir werden es hoffentlich noch sehen. Die nächsten Minuten. Mal gucken, wie lange die Episode geht. Mal gucken, ob es standhaft ist, einigermaßen stabil. Bis jetzt war es das tatsächlich. Ich bin sehr überrascht gewesen, dass das so stabil lief, einigermaßen. Aber wie gesagt, damals von dem Jahr, da hatte ich wahrscheinlich noch nicht so wirklich die große Ahnung von Mods einfügen etc. Und generell noch keine stabile, kein stabiles Spiel. Deswegen kann das schon sein, dass das da damals ein bisschen bescheiden war. Will mal ein bisschen schneller gehen, der Kollege. Irgendwie können wir nachladen, Lex. Das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Werden wir halt sehen, inwiefern gut die Serie läuft und ob ich das halt weiterführen soll. Das ist ganz in eurem Ermessen, wie gesagt. Wenn ihr möchtet, dass es mehr davon zu sehen gibt, dann gebt einen Daumen nach oben und dann gibt es definitiv mehr davon. Es gibt auf jeden Fall eine Menge von Fahrzeugen. Komme ich gerade her. Ich werde eigentlich ganz erstmal hier bleiben irgendwo. Davon abgesehen gibt es in England eigentlich hat die Polizei keine Bewaffnung. Keine Waffen. Es gibt natürlich Streifen, die bewaffnet sind. Die haben dann oben die Markierung mit dem roten Punkt, glaube ich. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt auch nicht hundertprozentig aus in dem Metier der Engländer. Wie gesagt, ich bin der Deutsche und da kenne ich mich gerade so in Deutschland einigermaßen aus. Da ist halt englische Fahrweise, ne? Und ja, da gibt es eigentlich keine Waffen bei den Polizisten. Ja, dann fahr den halt um, dann wirst du mein erstes Opfer heute sein. So, es gibt bewaffnete Streifen, wie gesagt, mit dem roten Punkt auf dem Dach, glaube ich, dass das bedeutet. Aber eigentlich so gerade die Traffic Police etc., die wird die hat dementsprechend keine Bewaffnung, glaube ich. Und das sind wir eigentlich heute. Deswegen, heute, wie gesagt, spielen wir eine bewaffnete Streife ganz einfach zu Beginn. Aber es wird auch vorkommen, dass wir die nächste Zeit mal vielleicht keine Bewaffnung haben werden, sondern nur mit einem Stock ausgerüstet sein. Schönen guten Tag, Metropolitan Police, Ma'am. Sie haben ja gerne Ihre Fahrzeugpapiere gesehen, Führerschein. Okay, Sie haben keine dabei. Gut, ja, dann würde ich sagen, lassen wir die gute Dame im Aussteigen. So, dann würde ich sagen, wenn Sie nichts dagegen haben, Ma'am, würde ich Sie gerne mal ganz kurz in mein Fahrzeug zu begleiten. Bitte mal Platz nehmen darin. Wenn es geht heute noch, wir haben nicht ewig Zeit. Ich hoffe, Sie auch nicht.
Da hinten läuft ein Bobby. Ich finde die so witzig mit ihren, mit den Hüten. Die Bobbys, die typischen. Ich habe den Begriff Bobby schon in der Schule gemocht, als wir das Thema in England, in Englisch ein bisschen durchgenommen, hätte ich fast gesagt haben. Aber ist auch okay. So, wir werden mal ganz kurz ANPR abchecken. Ob gegen die Dame irgendwas vorliegt. So, Alice. Hendrix. Ups, was war das zum Teufel? Weil ich X gedrückt habe wahrscheinlich, okay. Keine Haftbefehle, ist alles okay soweit, okay. Vorsicht, die Tür. Bitte mich neben lassen, Kollegen. Danke. So, ja, wir werden mal ganz kurz die Dame wieder aus dem Fahrzeug holen. Werden sie einfach mal ganz kurz durchsuchen nach illegalen Gegenständen, nachdem wir sie auf den Fußboden geworfen haben. Wirklich bitte meine Tür zu machen, das ist nämlich frisch geheizt, das Fahrzeug, das muss nicht sein, dass es auskühlt. So, wir werden die Dame mal ganz kurz, wie gesagt, durchsuchen nach Waffen etc. Und ja, wie gesagt, es wird vorkommen, dass in den nächsten Episoden vielleicht mal eine oder zwei dabei ist, im Abwechseln oder sowas, die, wo wir eben keine Waffen haben, wo wir nur einen Schlagstock dabei haben und da halt so ein bisschen auf Traffic-Streife gehen. Okay, ich würde jetzt noch raten, mal ganz kurz den Kofferraum zu durchsuchen nach möglichen illegalen Gegenständen. Keine Ahnung, ob das die Metropolitan Police so durchmacht, aber zumindest handhabe ich das so. Ihr könnt mich da gern berichtigen, wenn ihr euch in England da besser auskennt. Dürft ihr mir da gerne Tipps geben, wie sich die Polizei verhält bei Verkehrskontrollen. Ich habe, wie gesagt, da wenig Ahnung, was die englische Polizei und englische Gesetze angeht. Aber ich würde es jetzt einfach mal so handhaben, dass ich, wenn ich eine Dame habe, wo ich, wo die keine Identifikation dabei hatte, da eben erstmal so behandelt, dass ich halt erstmal alles kontrolliere. So gut, dann bitte das nächste Mal bitte ich Sie, Ihre Identification Card etc. dabei zu haben und da würde ich erstmal eine gute Weiterfahrt. Davon mal abgesehen hat sie den... Nope, ich habe das Falsche gedrückt, Entschuldigung. Mehr. So. Und bitte nicht, message and drive, please. Okay, gut, dann würde ich sagen, setzen wir uns eine kleine englische Streife im englischen Wetter fort ganz einfach mal und gucken mal, was die Kollegen hier gerade vorhaben. Was macht ihr? Jagt ihr schon wieder Menschen? Metropolitan Police, Sir! Nope! So, wie gesagt, Leute, die jetzt... Wow! Leute, die jetzt schreiben, dass die Sirene scheiße klingt, etc. Ich denke mal, die Briten, die unsere Episoden gucken, wenn das überhaupt vorkommen sollte, die werden genau dasselbe über unsere Sirenen denken. Also da bitte jetzt keine Kommentare über die Schönheit oder auch Nicht-Schönheit der englischen Polizeisirene, bitte. Die ist auf jeden Fall angenehmer, wie ich finde. Manhunt in London. Nop, 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 nop. Ich habe auch keinen Bock jetzt hier auf dem Bordschirm hier hinterher zu tuckern. Vorsicht. Jesus Christ. Tasert ihn, ihr habt einen falschen getasert, ihr Bongos. Lassen Sie mir rein, okay, dann nicht. Okay, die Bobbys sind gut im Rennen, wie gesagt. Wie gesagt, Polizisten sind eigentlich unbewaffnet. Ah, endlich, Gott sei Dank. Dementsprechend habe ich da mich jetzt nicht wirklich angepasst, was das angeht. Okay, nehmt ihn fest, Officer. Ausgezeichnet. Gut, gut, gut. So. Hammer. Gut, die Kollegen kommen schon, um abzuholen. Das ist gut. Da kann ich derweil mal mein Fahrzeug säubern und reparieren. Und unsere Streife fortsetzen, was ich sehr begrüße. Ja, wie gesagt, ich habe das Möglichste, was mir zur Verfügung steht, ersetzt einigermaßen.
was halt möglich ist für mich am PC, weil ich habe halt nicht so einen guten Laptop jetzt. Ich habe, wie gesagt, einen Laptop und der das Spiel einigermaßen gehandelt bekommt und ich hoffe, dass soweit, wie ich es jetzt gemoddet habe, einigermaßen ein realistisches, ein realistischer Polizeialltag aus London rüberkommt. Jetzt bin ich über Rot gefahren aus Versehen, weil ich dachte, ich wäre jetzt im Einsatz einberufen. So. Ja, was auch fehlt, ist natürlich der Linksverkehr. Wir haben hier Rechtsverkehr. Das ist auch schlecht realisierbar. Ich war eigentlich Fan vom Metropolitan Police. Seit ich die ersten Videos bei Double Doubler gesehen habe. Und er damals meine Thumbnails gelobt hat. Das hat mich sehr gefreut. War ein bisschen eine Ehre von Fanboy zu Idol quasi. Mittlerweile nutzt er einigermaßen ein Police-Dingsbums-Hintergrund am Polizeicomputer in-game von mir. Das finde ich auch ganz witzig, dass es quasi so ein bisschen eine Wendung nimmt innerhalb der LCPD-Fahrkreise, dass wir alle so ein bisschen... Ich hab grün, mein Freund. Vom anderen profitieren quasi, vom Modder zum Modder quasi. Obwohl ich jetzt nichts modifiziere, wie gesagt, also die Fahrzeuge, sowas würde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber so ein paar Texturen bekomme ich auch noch gerade so hin. Können wir auch mal annehmen eigentlich. Das könnt ihr jetzt aber alleine machen, ich hab satt, den Leuten da hinterher zu rennen. Nop, 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 nop. Ah, und die, da gibt's, kann man theoretisch, Female Officer einfügen, statt den Fat Cops da. Den haben wir jetzt einfach mal gekonnt, ignoriert ganz einfach, ganz kurz. Aber wie gesagt, darauf habe ich auch verzichtet, weil das ist mir jetzt erstmal zu viel Arbeit gewesen, weil man muss die ganzen Stimmen, man muss die, die Bewegung von den Pads einstellen, beziehungsweise hin und her kopieren und ersetzen. Und das war aber jetzt für die Frauen da ein bisschen zu viel, zu viel Arbeit. Ist aber auch kein Problem, weil ich glaube, die stellen uns eigentlich nicht, die Fat Cops. Vielleicht irgendwann, wenn ich es auch satt habe, dann mache ich das wahrscheinlich auch mal, aber bis dato erstmal habe ich da kein Problem. So, ich park mal ganz kurz hier. My name is not Sharonda. Okay. So. Wie gesagt, wir können es auch so ein Bobby machen, wenn ihr Bock habt, mal irgendwann. Es ist so ein wunderschöner Hut. Das ist der Einzige hier. Der Einzige, der hier am Schlafen ist. Sind sie der Einzige, Sir? Sieht so aus bis dato. Ja, würde ich sagen, wir kümmern uns da mal um den Herrn. Sir, Metropolitan Police. Haben Sie zufällig irgendwie a form of identification, please? Thank you. So ein bisschen Nofretete-Fan, mit seinem einen Auge da. Renato Cross, okay, das geben wir ganz kurz mal über Funk durch. Kleinen Moment, Sir. So, wie gesagt, mal ganz kurz durchfunken, den Herrn. 80, der Herr sieht definitiv nicht nach Baujahr 80 aus, aber ist okay. So, keine Haftbefehle, abgelaufene Fahrlizenz, was uns aber nicht interessiert, da derzeit kein Fahrzeug geführt hat. Okay, haben Sie was dagegen, dass ich Sie ganz kurz durchsuche? Muss man ja fragen, man muss die Rechte der Menschen natürlich auch wahren, solange sie nichts sich zu Schulden kommen lassen haben, ist es eigentlich ihr Recht, das zu verweigern, aber wie gesagt, er hat es nicht so sehr verweigert. Okay. Gut, dann bitte ich Sie mal ganz kurz, das Gebiet zu verlassen, weil hier ist es nicht so gewünscht, rumzuschlafen und rumzuhausieren und rumzubetteln. Ist ja nicht so gestattet und nicht gern gesehen, deswegen bitte ich Sie einfach mal... Okay, dankeschön, Sir. Und dann hätten wir das auch geklärt. So, und könnten uns eigentlich mal für diesen Police-Script damit in Einsätzen melden. Broken Down Vehicle kann man machen, klar, warum nicht.
wie gesagt, als Traffic Unit könnte man das mal annehmen. Und da es eh auf dem Weg ist, würde ich sagen, dass wir das mal ganz kurz annehmen. Ich werde jetzt zwar nicht mit Sirene hinfahren, aber zumindest Blaulicht, damit wir einigermaßen schnell vorankommen, weil im Let's Play ist es, ich glaube, ungern gesehen, wenn ich da jetzt gechillt hinfahre. So, die Kollegen juckt das sowieso ein Scheißdreck, ob ich hier gefahren komme. So, wir kommen da einfach mal, um ein bisschen schneller hinzukommen und dem Menschen da schneller zu helfen, der gerade am Arsch der Welt ist, so wie es aussieht. Mal ein bisschen mit Blaulicht hier mal die Kreuzung zumindest überschreiten, damit wir einigermaßen vorankommen. So, und wo zur Hölle ist das jetzt? Da unten der blaue Pfeil, oder wie? Ich wusste gar nicht, dass wir auch ADAC spielen hier. Aber hey, why not? Hm? So, ich habe auch keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Ehrlich gesagt, der steht auf seinem Dach fröhlich, ist auch okay. So, gucken wir uns das doch mal an. Ich weiß nicht, inwiefern ich dem jetzt helfen kann. Ich glaube, man kann sogar das also mit dem Motor reparieren, aber es ist, ich glaube, gar nicht unsere Aufgabe. Deswegen würde ich sagen, dass ich den dann zur Not abschleppen lasse derweil erstmal. Sir. Ich hätte mir gern erstmal Ihren Ausweis gesehen, damit ich überprüfen kann, ob das Fahrzeug überhaupt Ihnen gehört, etc. Sie können gern da stehen bleiben, mit nichts dagegen. Aber naja. Eduardo Hopper, okay. Ja, der Name ist Programm, der hoppt gern auf Autos rum, wie man sieht. Gut, wir werden mal ganz abchecken, seine ID, etc., ob irgendwas vorliegt. Können auch mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob das AMPR fitted ist, das Fahrzeug. Ich glaube nicht. Derweil werde ich jetzt das AMPR nicht anschalten können, leider Gottes. So, wir checken ihn mal ganz kurz ab. Eduardo Hopper, vielleicht ein Verwandter von Dennis Hopper oder wie er hieß. Person ist gesucht. Das ist natürlich doof, die Polizei zu rufen, wenn man gerade gesucht wird sogar. Kriegt er irgendwas vor? Nein, okay. Habe ich das jetzt abgeschalten oder an? Enable? Ist aus. Okay, dürfte wieder aus sein. Gut. Gut, der ist natürlich unpraktisch. So, okay, Sir. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie mal ganz kurz bitten, mal kurz in meinem Fahrzeug Platz zu nehmen. Vielen Dank. So, wir können gucken, ob wir das Fahrzeug ganz kurz reparieren können. Einfach nur mal so, um es auszutesten, ob das irgendwie eine Möglichkeit ist. Wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wie zur Hölle. Sieht schlecht aus, ich habe keine Ahnung wie. Aber wir können mal ganz kurz das Fahrzeug nochmal nach illegalen Gegenständen vielleicht kontrollieren, bevor wir hier irgendwas machen. Mhm, okay. Zugeschlossen. Du könntest ruhig hier einsteigen, ganz kurz. Nope, das ist nicht das Fahrzeug, wo ich rein würde. Ich möchte bitte hier rein. Dann ebenso. Völlig okay. Ja, probier mal. Die Kennzeichen übrigens auch ersetzt. Allesamt. Nix mehr Liberty City hier. Okay, ja, ist tot, die Möhre. Können wir abschleppen lassen. Aber vielleicht kann ich jetzt mal einen Kofferraum. Okay. Wie gesagt, die Fahrzeuge, Uniform, sämtliche Mods, Taxen und sowas haben wir, ich glaube, bis jetzt noch gar nicht gesehen, leider. Zumindest ist mir gerade nichts aufgefallen, was das angeht. So, das wird abgeholt, das Fahrzeug, genau. So, und da würde ich mal ganz kurz mit dem Typen hier reden. Wie gesagt, gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor, den ich hiermit vollstrecken muss. Sie müssen nicht sagen, was Sie belastet. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen das Gericht einstellen. Zumindest ist es in Amerika so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt die Miranda-Rechte für England nicht.
So, mal ganz kurz wieder aus dem Fahrzeug steigen. Danke. Ja. Wie gesagt, für die Festnahme muss ich hier ganz kurz nach illegalen Gegenständen durchsuchen nochmal. So, meine kleine Close-Up-Aufnahme von unserem Verdächtigen hier. Ja, das zwinkert der Gute. Okay, gestohlene Kreditkarten. Man bekommt einfach keine Ruhe für euch. Keine einzige Episode, wo man euch mal nicht auf dem Sack hat, irgendwie. So, wie gesagt, sie sind festgenommen. Bitte umdrehen, soll, damit ich Ihnen die Handschuhe anlegen kann. Der Krankenwagen ist auf dem Weg, Sir. Kleinen Moment noch. Oder auch nicht. So. Okay. So, bitte mal auf den Bordstein kommen. So. Ja, was soll ich jetzt mit dir machen? Du siehst jetzt nicht so schlecht aus. Muss ich eingestehen. Jesus Christ. Wir könnten dich aber natürlich, wenn du einsteigen möchtest, okay, möchte er tatsächlich. Wir warten nur ganz kurz auf den Prisoner Transport, dass der Herr hier vor uns mitgenommen wird und dann können wir eigentlich schon ins Krankenhaus fahren. Wo ich aber, ich glaube, die Fahrt dann gleich rausschneiden werde, weil das ist ein bisschen lang, glaube ich. Na, wie sieht's denn aus jetzt mit dem guten Herrn? Wie gesagt, alle Mods, alle Texturen, alle Uniformen, alle Fahrzeuge, sogar vom Police Helper, das Telefon, gibt's alles bei Double Doppler. Sein YouTube-Kanal ist bei mir mittlerweile vorne auf der Startseite in der Kanalbox verlinkt. Ebenso in der Videobeschreibung natürlich alles, wie immer, zum Download verlinkt. So. Skoda. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zum Krankenhaus mit dem guten Herrn hier. So, okay. Danke fürs Abholen, Kollegen. So, hat sich das geklärt. Gut, dankeschön. Da würde ich sagen, Incident ist Code 4 und wir fahren mal ins nächstliegende Krankenhaus, was da wäre am Arsch der Welt, wie es aussieht. Gut. Da wir jetzt nicht wissen, was der Herr hat, würde ich sagen, wir fahren mal hier Code 3 durch die Kante, damit wir mal vorankommen wieder mal, wie gesagt. Und ich würde sagen, die Fahrt schneide ich und wir sehen uns am Krankenhaus. Und da sind wir schon. Und würde ich sagen, lass mal den guten Herrn mal hier aussteigen. Oder auch hier. Achso, wir müssen hinlaufen. Stimmt ja, da war ja was. Schaffst du's? Bis zum... Schwester, können Sie sich bitte um den Herrn kümmern? Der hat starke Schmerzen. Nicht, dass er hier vorm Krankenhaus noch zusammenbricht, der Gute. So, gut. Die Ärzte kümmern sich um ihn und wir können weiter unsere Streife machen. Unsere Streife nachgehen vor allem. Stolen Vehicle haben wir reinbekommen. Wir gucken mal ganz kurz und warten mal auf Dispatch, dass die uns durchstellen, wohin wir müssen. Okay. Diese Kollegen sind, ich glaube, auch auf dem Weg. Nee, okay. Oder verfahren sie sich ganz einfach wie ich dauernd. Kann auch sein. Auf jeden Fall leistet der Double Doppler gute Arbeit mit den ganzen Modifikationen. Auch mit den Bussen, auch wenn wir sie, ich glaube, noch gar nicht gesehen haben, auch so wie die Taxen. Aber ich glaube, die fahren einfach nicht in den Stadtteilen rum, wo wir gerade fahren, leider Gottes. Oh, Lego Mio. Da unten ist er. Guck mal, ob er, Volltrottel, du. Okay, der Herr, scheint zu kooperieren bis dato.
natürlich ganz kurz abwarten noch. Gestohlenes Fahrzeug, deswegen würde ich mal ganz kurz einfach mal eine zusätzliche Streife anfordern. This one's crazy. I need backup. This is control. We have an officer in need of assistance in Francis International. So, wir warten ganz kurz auf die Kollegen. Ist die eintreffen eventuell? Die natürlich ganz hinten fahren. Oh mein Gott, das kann dauern. Okay. Ich würde sagen, wir nähern uns schon mal dem Verdächtigen. Schönen guten Tag, Metropolitan Police. Tun Sie mir bitte den Gefallen und steigen Sie mal ganz kurz aus dem Fahrzeug aus. Kleinen Moment mal, genau. So. What? I don't care about this stupid idiot. Hast du mich gefragt, wo es hingeht? Hey, Sir, bleiben Sie bitte stehen. Hallo. So. Kollegen? Dankeschön. Wie gesagt, das Fahrzeug wurde als gestohlen gemeldet. Ich bitte Sie mal ganz kurz nach Ihren Forms of Identification, please. Also Ausweispapieren etc. Shannon Pearson, okay. Gut, dann würde ich Sie bitten, mal ganz kurz in meinem Fahrzeug Platz zu nehmen. So, und dann würde ich sagen, werden mal ganz kurz die Daten durchgeben von unserem Herrn hier. Und mal schauen, ob er noch was auf dem Kerbholz hat, statt nur ein gestohlenes Fahrzeug, was schon relativ schlimm genug ist, um ehrlich zu sein. Okay, dann bitten wir ihn mal ganz kurz wieder aus dem Fahrzeug raus und werden wir ihn mal ganz kurz durchsuchen und ihm mal vorwerfen, was er angestellt haben soll. Sorry. Also, Sir. Mal ganz kurz die Straße absperren. Ich bitte Sie mal, sich umzudrehen, damit ich Sie nach illegalen Gegenständen etc. durchsuchen kann. Ihnen wird zur Last gelegt, dass Sie das Fahrzeug, was Sie da eben geführt haben, gestohlen haben und damit illegal, quasi illegal entwendet haben, das Fahrzeug. Sie müssen nicht sagen, was Sie belastet, aber nur als, okay, Sie haben eine Waffe dabei, auch gut. Okay, Sie sind hier festgenommen wegen illegalen Waffenbesitz und Entwenden eines Fahrzeuges. Wie gesagt, Sie haben das Recht auf einen Anwalt, sollte sich das Gericht einstellen. Ich mache jetzt einfach mal die gleichen Rechte wie immer. So, und vielleicht können die Kollegen dich gleich mitnehmen, da, die da schon eh da sind, oder? Nope, okay, es kommt ein extra Wagen für dich. Ich muss eh noch gucken, weil es gibt auch, genau, Transporter für festgenommen, ne? Da kommt da halt so ein kleiner Bus, ein kleiner Hundefänger an, der die hinten in, wie in so einem Hundekäfig reinbuxiert, die ich auch recht gut finde, aber ich habe, wie gesagt, erstmal nur das Nötigste installiert für eine erste Episode, um zu schauen, wie es euch gefällt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und wenn es da gute Likes gibt, dann wäre ich auch bereit, es gerne weiterzumachen. Mir macht es, wie gesagt, Spaß mit den Fahrzeugen etc. Es gibt auch Opel, also Vauxhall Insignias und alles sowas. Echt schicke Fahrzeuge, sehr modern auch. Wir können auch mal ältere Fahrzeuge fahren, wenn ihr möchtet. Alles, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben und ein Like da lassen. So, da warten wir auf die Kollegen. Dass sie den Kollegen mitnehmen hier, der neben uns steht. Wir lassen ganz kurz noch den Truck hier abschleppen. So. Dankeschön, Officer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Endcard.
Und damit bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben oder ein Abo da, damit ihr keine Episode von LCP, die ihr auf einmal verpasst. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von dem britischen Mods-Setting etc. Wie gesagt, es gibt noch Busse, es gibt noch Taxen etc., die irgendwo rumfahren, aber irgendwie gerade nicht da, wo wir Streife gefahren sind. Dann gebt einen Daumen nach oben da. Alle Fahrzeuge, alle Uniformen etc. wie immer in der Videobeschreibung zum Download verlinkt. Da sieht man sie in der nächsten Episode von LCP, die war. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen, macht's gut und tschüss. Bye. Ich hoffe, sie auch nicht. Da hinten läuft ein Bobby. Ich finde die so witzig mit ihren mit den Hüten. Die Bobbys, die typischen. Ich habe den Begriff Bobby schon in der Schule gemocht, als wir das Thema in England, in Englisch ein bisschen durchgenommen, hätte ich fast gesagt haben. Aber ist auch okay. So, wir werden mal ganz kurz ANPR abchecken. Ob gegen die Dame irgendwas vorliegt. So, Alice... Hendrix. Ups, was war das zum Teufel? Weil ich X gedrückt habe wahrscheinlich, okay. Keine Haftbefehle, ist alles okay soweit, okay. Vorsicht, die Tür. Bitte mich neben lassen, Kollegen. Danke. So, ja, wir werden mal ganz kurz die Dame wieder aus dem Fahrzeug holen. Werden sie einfach mal ganz kurz durchsuchen nach illegalen Gegenständen, nachdem wir sie auf den Fußboden geworfen haben. Wirklich bitte meine Tür zu machen, das ist nämlich frisch geheizt, das Fahrzeug. Das muss nicht sein, dass es auskühlt. So, wir werden die Dame mal ganz kurz, wie gesagt, durchsuchen nach Waffen etc. Und ja, wie gesagt, es wird vorkommen, dass in den nächsten Episoden vielleicht mal eine oder zwei dabei ist, im Abwechseln oder sowas, die, wo wir eben keine Waffen haben, wo wir nur einen Schlagstock dabei haben und da halt so ein bisschen auf Traffic-Streife gehen. Okay, ich würde jetzt noch raten, mal ganz kurz den Kofferraum zu durchsuchen nach möglichen illegalen Gegenständen. Keine Ahnung, ob das die Metropolitan Police so durchmacht, aber zumindest handhabe ich das so. Ihr könnt mich da gern berichtigen, wenn ihr euch in England da besser auskennt. Dürft ihr mir da gerne Tipps geben, wie sich die Polizei verhält bei Verkehrskontrollen. Ich habe, wie gesagt, da wenig Ahnung, was die englische Polizei und englische Gesetze angeht. Aber ich würde es jetzt einfach mal so handhaben, dass ich, wenn ich eine Dame habe, wo sie keine Identifikation dabei hatte, da eben erstmal so behandelt, dass ich halt erstmal alles kontrolliere. So gut, dann bitte das nächste Mal bitte ich Sie, Ihre Identification Card etc. dabei zu haben und da würde ich erstmal eine gute Weiterfahrt. Davon mal abgesehen hat sie den... Nope, ich habe das Falsche gedrückt, Entschuldigung. So. Und bitte nicht, message and drive, please. Okay, gut, dann würde ich sagen, setzen wir uns eine kleine englische Streife im englischen Wetter fort ganz einfach mal und gucken mal, was die Kollegen hier gerade vorhaben. Was macht ihr? Jagt ihr schon wieder Menschen? Metropolitan Police, Sir! Nope. So, wie gesagt, Leute, die jetzt... Wow! Leute, die jetzt schreiben, dass die Sirene scheiße klingt, etc. Ich denke mal, die Briten, die unsere Episoden gucken, wenn das überhaupt vorkommen sollte, die werden genau dasselbe über unsere Sirenen denken. Also da bitte jetzt keine Kommentare über die Schönheit oder auch Nicht-Schönheit der englischen Polizeisirene, bitte. Die ist auf jeden Fall angenehmer, wie ich finde. Manhunt in London. Nop, 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 nop. Ich habe auch keinen Bock jetzt hier auf dem Bordschirm hier hinterher zu tuckern. Vorsicht. Jesus Christ. Tasert ihn, ihr habt einen falschen getasert, ihr Bongos. Lassen Sie mir rein, okay, dann nicht. Okay, die Bobbys sind gut im Rennen, wie gesagt. Wie gesagt, Polizisten sind eigentlich unbewaffnet. Ah, endlich, Gott sei Dank. Dementsprechend habe ich da mich jetzt nicht wirklich angepasst, was das angeht. Okay, nehmt ihn fest, Officer. Ausgezeichnet. Gut, gut, gut.
So. Hammern. Gut, die Kollegen kommen schon, um abzuholen. Das ist gut. Da kann ich derweil mal mein Fahrzeug säubern und reparieren. Und unsere Schreibe fortsetzen, was ich sehr begrüße. Ja, wie gesagt, ich habe das Möglichste, was mir zur Verfügung steht, ersetzt einigermaßen. Was halt möglich ist für mich am PC, weil ich habe halt nicht so einen guten Laptop jetzt. Ich habe, wie gesagt, einen Laptop und der das Spiel einigermaßen gehandelt bekommt. Und ich hoffe, dass so weit, wie ich es jetzt gemoddet habe, einigermaßen ein realistisches... ein realistischer Polizeialltag aus London rüberkommt. Jetzt bin ich über rot gefahren aus Versehen, weil ich dachte, ich wäre jetzt im Einsatz einberufen. So. Ja, was auch fehlt, ist natürlich der Linksverkehr. Wir haben hier Rechtsverkehr. Das ist auch schlecht realisierbar. Ich war eigentlich Fan vom Metropolitan Police, seit ich die ersten Videos bei Double Doubler gesehen habe. Und er damals meine Thumbnails gelobt hat, das hat mich sehr gefreut. War ein bisschen eine Ehre von Fanboy zu Idol quasi. Mittlerweile nutzt er einigermaßen ein... Police-Dingsbums-Hintergrund am Polizeicomputer in-game von mir. Das finde ich auch ganz witzig. Dass es quasi so ein bisschen eine Wendung nimmt innerhalb der LCPD-Fahrkreise, dass wir alle so ein bisschen... Ich hab grün, mein Freund. Vom anderen profitieren quasi, vom Modder zum Modder quasi. Obwohl ich jetzt nichts modifiziere. Wie gesagt, also die Fahrzeuge, sowas würde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber so ein paar Texturen bekomme ich auch noch gerade so hin. Können wir auch mal annehmen eigentlich. Das könnt ihr jetzt aber alleine machen. Ich habe satt, den Leuten dahinterher zu rennen. Nope, 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 nope. Ah, und die, da gibt's, kann man theoretisch Female Officer einfügen, statt den Fat Cops da. Den haben wir jetzt einfach mal gekonnt, ignoriert ganz einfach, ganz kurz. Aber wie gesagt, darauf habe ich auch verzichtet, weil das ist mir jetzt erstmal zu viel Arbeit gewesen, weil man muss die ganzen Stimmen, man muss die die Bewegung von den Pads einstellen, beziehungsweise hin und her kopieren und ersetzen. Und das war aber jetzt für die Frauen da ein bisschen zu viel Arbeit. Ist aber auch kein Problem, weil ich glaube, die stellen uns eigentlich nicht, die Fat Cops. Vielleicht irgendwann, wenn ich es auch satt habe, dann mache ich das wahrscheinlich auch mal, aber... Bis dato erstmal habe ich da kein Problem. So, ich park mal ganz kurz hier. Hey, my name is not Sharonda. Okay. So. Wie gesagt, wir können es auch so ein Bobby machen, wenn ihr Bock habt mal irgendwann. Es ist so ein wunderschöner Hut. Das ist der Einzige hier. Der Einzige, der hier am Schlafen ist. Sind sie der Einzige, Sir? Sieht so aus bis dato. Ja, würde ich sagen, wir kümmern uns da mal um den Herrn. Sir, Metropolitan Police. Haben Sie zufällig irgendwie... a form of identification, please? Thank you. So ein bisschen Nofretete-Fan, ne? Mit seinem einen Auge da. Renato Cross, okay, das geben wir ganz kurz mal über Funk durch. Kleinen Moment, Sir. So, wie gesagt, mal ganz kurz durchfunken, den Herrn. 80, der Herr sieht definitiv nicht nach Baujahr 80 aus, aber ist okay. So, keine Haftbefehle abgelaufene Fahrlizenz, was uns aber nicht interessiert, da derzeit kein Fahrzeug geführt hat. Okay, haben Sie was dagegen, dass ich Sie ganz kurz durchsuche? Muss man ja fragen, man muss die Rechte der Menschen natürlich auch wahren. Solange sie nichts sich zu Schulden kommen lassen haben, ist es eigentlich ihr Recht, das zu verweigern. Aber wie gesagt, er hat es nicht so sehr verweigert. Okay. Gut, dann bitte ich Sie mal ganz kurz, das Gebiet zu verlassen, weil hier ist es nicht so gewünscht,
rumzuschlafen und rumzuhausieren und rumzubetteln ist ja nicht so gestattet und nicht gern gesehen, deswegen will ich sie einfach mal... Okay, dankeschön, Sir. Und dann hätten wir das auch geklärt. So, und könnten uns eigentlich mal für diesen Police... Und bitte nicht, message and drive, please. Ja. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von LCPD War und einer komplett neuen Serie quasi auf meinem Kanal. Und zwar habe ich ja schon vor Ewigkeiten, vor, ich glaube knapp einem Jahr, kurz nachdem ich angefangen habe mit LCPD War Let's Plays, vorgehabt, eine englische Serie zu starten. Habe dann auch mal eine Episode gemacht, so 11 Minuten war die, ich glaube, weil das dauernd abgestürzt ist. Wahrscheinlich habe ich da noch nicht so wirklich das Modden drauf gehabt oder so, keine Ahnung, also das Einfügen von Mods. Und ja, jetzt ist es soweit, wir haben endlich mal ein bisschen was zusammenbekommen hier. Schicke Fahrzeuge, wir fahren heute den Ford Estate, Ford Focus Estate, der Metropolitan Police aus London. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode. Mal was Neues, würde ich sagen. Anstatt immer nur LAPD, LCPD, deutsche Polizei etc. Ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung, wie ich finde. Ich habe ebenfalls die typischen Busse von London eingefügt und natürlich auch die typischen Taxen, wie es halt sein muss. Ich habe jetzt weniger Wert auf Schilder, auf Straßen, Texturen etc. gelegt, weil wie gesagt, ich muss halt gucken, wo ich meine FPS hernehme und muss da ein bisschen sparen. Diesbezüglich das Nötigste eingefügt, wie immer, Busse, Taxen, Polizeiautos und Sirenen und ja, das alles Mögliche. Also wie gesagt, viel Spaß bei der Episode. Wir drehen am besten gleich mal um, weil hier ist mir schon wieder zu viel los. Ich habe keine Ahnung, warum die sich immer einfallen lassen müssen, irgendwo bei mir in der Nähe Faxen zu machen. Das finde ich ein bisschen böse von meinen Kollegen. Wie gesagt, manchmal kommt es auch ein bisschen zu Lags. Kann sein, wie immer, natürlich. Ist jetzt nichts Neues bei mir davon abgesehen, aber... Auf jeden Fall macht es mal Spaß, was Neues zu spielen. Mal ein bisschen was Frisches hier. Wie ich finde. Und ich mag das Fahrzeug. Ich mag das ganze Setting auch mit den Bussen etc. sieht echt super aus. Wir werden es hoffentlich noch sehen. Die nächsten Minuten. Mal gucken, wie lange die Episode geht. Mal gucken, ob es standhaft ist, einigermaßen stabil. Bis jetzt war es das tatsächlich. Ich bin sehr überrascht gewesen, dass das so stabil lief, einigermaßen. Aber wie gesagt, damals von dem Jahr, da hatte ich wahrscheinlich noch nicht so wirklich die große Ahnung von Mods einfügen etc. Und generell noch keine stabile, kein stabiles Spiel. Deswegen kann das schon sein, dass das da damals ein bisschen bescheiden war. Will mal ein bisschen schneller gehen, der Kollege. Irgendwie können wir nachladen, Lex. Das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Werden wir halt sehen, inwiefern gut die Serie läuft und ob ich das ja weiterführen soll. Das ist ganz in eurem Ermessen, wie gesagt. Wenn ihr möchtet, dass es mehr davon zu sehen gibt, dann gebt einen Daumen nach oben und dann gibt es definitiv mehr davon. Es gibt auf jeden Fall eine Menge von Fahrzeugen. Komme ich gerade her. Ich würde eigentlich ganz erstmal hier bleiben irgendwo. Davon abgesehen gibt es in England eigentlich hat die Polizei keine Bewaffnung. Keine Waffen. Es gibt natürlich Streifen, die bewaffnet sind. Die haben dann oben die Markierung mit dem roten Punkt, glaube ich. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt auch nicht hundertprozentig aus in dem Metier der Engländer. Wie gesagt, ich bin der Deutsche und da kenne ich mich gerade so in Deutschland einigermaßen aus. Da ist halt englische Fahrweise, ne? Und ja, da gibt's eigentlich keine Waffen bei den Polizisten. Ja, dann fahr den halt um, dann wirst du mein erstes Opfer heute sein. So, es gibt bewaffnete Streifen, wie gesagt, mit dem roten Punkt auf dem Dach, glaube ich, dass das bedeutet. Aber eigentlich so gerade die Traffic Police etc., die wird die hat dementsprechend keine Bewaffnung, glaube ich. Und das sind wir eigentlich heute. Deswegen, heute, wie gesagt, spielen wir eine bewaffnete Streife ganz einfach zu Beginn. Aber es wird auch vorkommen, dass wir die nächste Zeit mal vielleicht keine Bewaffnung haben werden, sondern nur mit einem Stock ausgerüstet sein. Schönen guten Tag, Metropolitan Police, Ma'am. Sie haben ja gerne Ihre Fahrzeugpapiere gesehen, Führerschein. Okay, Sie haben keine dabei. Gut, ja, dann würde ich sagen, lassen wir die gute Dame mal aussteigen. So, dann würde ich sagen, wenn Sie nichts dagegen haben, Ma'am,
würde ich Sie gerne mal ganz kurz in mein, bitten, in mein Fahrzeug zu begleiten. Bitte mal Platz nehmen darin. Wenn es geht, heute noch. Wir haben nicht ewig Zeit. Damit den Einsätzen melden. Broken Down Vehicle kann man machen, klar, warum nicht. Wie gesagt, als Traffic Unit könnte man das mal annehmen. Und da es eh auf dem Weg ist, würde ich sagen, dass wir das mal ganz kurz annehmen. Ich werde jetzt zwar nicht mit Sirene hinfahren, aber zumindest Blaulicht, damit wir einigermaßen schnell vorankommen, weil im Let's Play ist es, ich glaube, ungern gesehen, wenn ich da jetzt gechillt hinfahre. So, die Kollegen juckt das sowieso ein Scheißdreck, ob ich hier gefahren komme. So, wir kommen da einfach mal, um ein bisschen schneller hinzukommen und dem Menschen da schneller zu helfen, der gerade am Arsch der Welt ist, so wie es aussieht. Mal ein bisschen mit Blaulicht hier mal die Kreuzung zumindest überschreiten, damit wir wieder einigermaßen vorankommen. So, und wo zur Hölle ist das jetzt? Da unten der blaue Pfeil, oder wie? Ich wusste gar nicht, dass wir auch ADAC spielen hier. Aber hey, why not? Hm? So, ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Der steht auf seinem Dach fröhlich, ist auch okay. So, gucken wir uns das doch mal an. Ich weiß nicht, inwiefern ich dem jetzt helfen kann. Ich glaube, man kann sogar das, also mit dem Motor reparieren, aber das ist, ich glaube, gar nicht unsere Aufgabbe. Deswegen würde ich sagen, dass ich ihn dann zur Not abschleppen lasse, derweil erstmal. Sir. Ich hätte mir gerne erstmal Ihren Ausweis gesehen, damit ich überprüfen kann, ob das Fahrzeug überhaupt Ihnen gehört, etc. Sie können gerne da stehen bleiben, mit nichts dagegen. Aber naja. Eduardo Hopper, okay. Ja, der Name ist Programm, der hoppt gerne auf Autos rum, wie man sieht. Gut, wir werden mal ganz abchecken, seine ID, etc., ob irgendwas vorliegt. Können auch mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob das AMPR fitted ist, das Fahrzeug. Ich glaube nicht. Dabei werde ich jetzt das AMPR nicht anschalten können, leider Gottes. So, wir checken ihn mal ganz kurz ab. Eduardo Hopper, vielleicht ein Verwandter von Dennis Hopper oder wie er hieß. Person ist gesucht. Das ist natürlich doof, die Polizei zu rufen, wenn man gerade gesucht wird sogar. Ich stelle irgendwas vor. Nein, okay. Habe ich das jetzt abgeschalten oder an? Enable? Ist aus. Okay, dürfte wieder aus sein. Gut. Gut, der ist natürlich unpraktisch. So, okay, Sir. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie mal ganz kurz bitten, mal kurz in meinem Fahrzeug Platz zu nehmen. Vielen Dank. So, wir können gucken, ob wir das Fahrzeug ganz kurz reparieren können. Einfach nur mal so, um es auszutesten, ob das irgendwie eine Möglichkeit ist. Wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wie zur Hölle. Sieht schlecht aus, ich habe keine Ahnung wie. Aber wir können mal ganz kurz das Fahrzeug nochmal nach illegalen Gegenständen vielleicht kontrollieren, bevor wir hier irgendwas machen. Okay. Ist zugeschlossen. Du könntest ruhig hier einsteigen, ganz kurz. Nope, das ist nicht das Fahrzeug, wo ich rein würde. Ich möchte bitte hier rein. Dann ebenso. Völlig okay. Ja, probier mal. Die Kennzeichen übrigens auch ersetzt. Allesamt. Nix mehr Liberty City hier. Okay, ja, ist tot, die Möhre. Können wir abschleppen lassen. Aber vielleicht kann ich jetzt mal einen Kofferraum. Okay. Wie gesagt, die Fahrzeuge, Uniform, sämtliche Mods, Taxen und sowas haben wir, ich glaube, bis jetzt noch gar nicht gesehen, leider. Zumindest ist mir gerade nichts aufgefallen, was das angeht. So, das wird abgeholt, das Fahrzeug, genau. So, und da würde ich mal ganz kurz mit dem Typen hier reden.
Wie gesagt, gegen sie liegt ein Haftbefehl vor, den ich hiermit vollstrecken muss. Sie müssen nicht sagen, was sie belastet. Alles, was sie sagen, kann und wird vor Gericht verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn sie sich keinen leisten können, wird ihnen das Gericht einstellen. Zumindest ist es in Amerika so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt die Miranda-Rechte für England nicht. Sollen wir ganz kurz wieder aus dem Fahrzeug steigen? Danke. Ja. Wie gesagt, für die Festnahme muss ich hier ganz kurz nach illegalen Gegenständen durchsuchen nochmal. So, mal eine kleine Close-Up-Aufnahme von unserem Verdächtigen hier. Ja, das winkert der Gute. Okay, gestohlene Kreditkarten. Man bekommt einfach keine Ruhe für euch. Keine einzige Episode, wo man euch mal nicht auf dem Sack hat, irgendwie. So, wie gesagt, sie sind festgenommen. Bitte umdrehen, damit ich ihnen die Handschellen anlegen kann. Der Krankenwagen ist auf dem Weg, Sir. Kleinen Moment noch. Oder auch nicht. So. Okay. So, bitte mal auf den Bordstein kommen. So. Ja, was soll ich jetzt mit dir machen? Du siehst jetzt nicht so schlecht aus. Muss ich eingestehen. Jesus Christ. Wir könnten dich aber natürlich, wenn du einsteigen möchtest, okay, möchte er tatsächlich. Wir warten nur ganz kurz auf den Prisoner-Transport, dass der Herr hier vor uns mitgenommen wird und dann können wir eigentlich schon ins Krankenhaus fahren. Wo ich aber, ich glaube, die Fahrt dann gleich rausschneiden werde, weil das ist ein bisschen lang, glaube ich. Na, wir sitzen aus jetzt mit dem guten Herrn. Wie gesagt, alle Mods, alle Texturen, alle Uniformen, alle Fahrzeuge, sogar vom Police Helper, das Telefon, gibt's alles bei Double Doubler. Sein YouTube-Kanal ist bei mir mittlerweile vorne auf der Startseite in der Kanalbox verlinkt. Ebenso in der Videobeschreibung natürlich alles wie immer zum Download verlinkt. So. Skoda. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zum Krankenhaus mit dem guten Herrn hier. So, okay. Danke fürs Abholen, Kollegen. So, hat sich das geklärt. Gut, dankeschön. Da würde ich sagen, Incident ist Code 4 und wir fahren mal ins nächstliegende Krankenhaus, was da wäre am Arsch der Welt, wie es aussieht. Gut. Da wir jetzt nicht wissen, was der Herr hat, würde ich sagen, wir fahren mal hier Code 3 durch die Kante, damit wir mal vorankommen wieder mal, wie gesagt. Und ich würde sagen, die Fahrt schneide ich und wir sehen uns am Krankenhaus. Und da sind wir schon. Und würde ich sagen, lass mal den guten Herrn mal hier aussteigen. Oder auch hier. Achso, wir müssen hinlaufen. Stimmt ja, da war ja was. Schaffst du's? Bis zum... Schwester, können Sie sich bitte um den Herrn kümmern? Der hat starke Schmerzen. Nicht, dass er hier vorm Krankenhaus noch zusammenbricht, der Gute. So. Gut. Die Ärzte kümmern sich um ihn. Und wir können weiter unsere Streife machen. Unsere Streife nachgehen vor allem. Stolen Vehicle haben wir reinbekommen. Wir gucken mal ganz kurz und warten mal auf Dispatch, dass die uns durchstellen, wohin wir müssen. Okay. Diese Kollegen sind, ich glaube, auch auf dem Weg. Nee, okay. Oder verfahren sie sich ganz einfach wie ich dauernd. Kann auch sein. Auf jeden Fall leistet der Double Doubler gute Arbeit mit den ganzen Modifikationen. Auch mit den Bussen, auch wenn wir sie, ich glaube, noch gar nicht gesehen haben, auch so wie die Taxen. Aber ich glaube, die fahren ja noch nicht in den Stadtteilen rum, wo wir gerade fahren, leider Gottes. Oh, Lego Mio. Da unten ist er.